Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, wir haben es 10 vor 6 auf den Samstag. Und ich bin auf dem Weg nach Dortmund zur Aqua Expo. Und wie dieser Tag so wird, das seht ihr jetzt in diesem Video. Das ist ja unerwartet. Was macht ihr denn hier? Scheiße, Alter. Ihr weißt es. Stand von Denele. Hi. Du bist der? Tobias. Tobias. Tobias wollte uns mal zeigen, was Denele neues, schönes im Sortiment hat. Ja, ja. Und zwar, also wir haben seit gestern eine neue Bio-CO2-Anlage auf dem Markt. Und zwar ist das Carbo Bio Style 120. Wir haben uns gedacht, okay, vielleicht kennt der eine oder andere von euch ja unsere alten Bio-CO2-Anlagen. Das sind die Flaschen gewesen, wo unten unser Nährgel drin war. Und wir haben uns einfach gesagt, okay, hey, wir brauchen gerade für unsere Aquarien einfach was Schöneres, was man neben dran stellen kann. Und vor allem mit dem Edelstahlreaktor, den wir jetzt hier haben, da ist auch Nährgel drin in einem Becher. Wir müssen immer die ganze Flasche wegschmeißen, das ist jetzt nur noch der kleine Becher. Wenn der leer ist, kann man einen neuen einfüllen. Und das ist etwas nachhaltiger als die alten Systeme. Insgesamt ist bei dem Bio-Style-Set 120 ist ein Reaktor für bis 120 Liter Aquarien. Also da garantieren wir auch, dass es bis dahin kriegen wir die 10 bis 20 Milligramm CO2 pro Liter kriegen wir hin. Dabei in dem Set ist einmal der Reaktor, der Bio-CO2-Diffuser, der neue, und ein 1,40 Meter transparenter CO2-Schlauch und natürlich einmal ein Nährgel. Wie lange hält so eine Anlage, so eine Bio-CO2-Anlage jetzt? Unsere Rezeptur von unserem Nährgel, da garantieren wir 40 Tage konstant CO2 im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen oder Bio-CO2-Anlagen, die man kennt, die vielleicht mit Pulver funktionieren. Da ist es oft so, man hat einen großen CO2-Anstieg ganz am Anfang und das fällt dann rapide schnell ab wieder. Und wir mit unserem Nährgel, das kann man sich so vorstellen wie eine Wunderkerze, brennt es langsam runter und da können wir einfach wirklich die 40 Tage konstant CO2 garantieren. Und das ist einfach super. Gerade für den, sag mal, für den Einsteiger in die Bio-CO2-Welt ist es halt, es ist ultra einfach, es ist sicher, halt es ist ein Niedrigdrucksystem, es ist keine Druckgasanlage und das kann jeder anwenden. Habe ich denn da auch einen Regler irgendwie, wo ich dann den Durchfluss quasi kontrollieren kann? Das hatten wir in der Planung, hatten wir darüber nachgedacht und gesagt, okay, hey, wenn ich das regeln kann, was passiert dann eigentlich? Weil sobald ich hier irgendwie einen Stopp reinmache, ja, ob es jetzt nur auf 10% läuft oder über ein Magnetventil,
komplett dicht mache, dann passiert nämlich genau Folgendes. Da ist ein Überdruckventil drin. Falls der Druck mal aus irgendwelchen Gründen zu hoch drin wird, schiebt er einfach das CO2 über das Überdruckventil raus. Und was passiert dann, wenn ich jetzt das Ding runterregel oder komplett abschalte? Genau das, es bläst alles in die Umwelt, wollen wir nicht unbedingt haben. So schieben wir das auch nachts einfach ins Aquarium rein. Aber es ist so moderat, das CO2, dass es nachts absolut überhaupt nichts ausmacht. Zum Einstellen aber, das ist wahrscheinlich die Frage gewesen. Genau. Wie kann ich das für meine Aquariengröße oder für mein Verhältnis jetzt anpassen? Ist eigentlich ganz easy. Man hat jetzt den Diffusor drin. Wenn ihr, ich sag mal, wenn ihr mehr CO2 braucht, schafft den Diffusor einfach weiter nach unten. Je weiter er unten dass er ist, desto länger sind die CO2-Blasen im Wasser unterwegs bis an die Oberfläche und hat auch mehr Zeit, sich aufzulösen. Wenn ihr weniger braucht, einfach mehr Richtung Oberfläche oder, gibt die zweite Variante, etwas mehr Oberflächenbewegung auf die Wasseroberfläche. Das treibt auch nochmal CO2 raus. Und wenn man ganz viel CO2 braucht, dann kann man es in Richtung Ausströmer vom Filter bringen. Das treibt in der Strömung einfach die CO2-Blasen nochmal durchs Aquarium. Und da löst sich dann nochmal mehr. Okay. Und genau. Wie viel Liter geht diese Anlage? Also wir haben es getestet bis 120 Liter. Relativ perfekte Bedingungen natürlich. Da kriegen wir so die 10 bis 15 Milligramm pro Liter hin. Das ist für einfache Aquarium, auch gerade für Leute für einsteigendes Thema, einfach super und optimal. Und bei was bewegen wir uns da preislich? Also das ganze Set ist natürlich zu den normalen Anlagen etwas preisintensiver, aber wir reden hier von 69,99. Das ganze Set, der Reaktor, der Schlauch, das Bier, der Diffusor und einmal das Nährgel mit Mikroorganismen ist da mit drin. Für danach, wenn die 40 Tage mal rum sind und man merkt, okay, das CO2 geht langsam zurück, die Produktion, dann kann man sich einen Becher nachholen, der kostet 6,99 €. Ja, das geht ja. Das ist auf jeden Fall fair. Ja. Genau. Also ist für den Einsteiger oder für den Einstieg, wo er auch was Hübscheres haben will, neben Aquarium, weil es ist ja genau oft so, man hat das so gerade so ein kleines Aquarium irgendwo auf einem Sideboard stehen, eine CO2-Anlage passt da meistens unten nicht in den Schrank rein. Das stimmt. Und so kann man es super neben dran stellen, weil es macht auch optisch was her. Finde ich auch. Also ja. Das ist euch auf jeden Fall gelungen. Das sieht Dankeschön. Auf jeden Fall nice aus. Ich dachte erst, es wäre ein Außenfilter. So ein Mini-Außenfilter. Ja, man könnte es verwechseln mit so einem bekannten Außenfilter. Ja, genau. Aber es ist eine sehr schöne Variante auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall was her. Dankeschön. Ja, das war auch unsere Intention. Wir wollten was Schönes haben. Ganz einfach. Das sollte was hermachen. Alles klar, ich bedanke mich. Gerne. Thank you.
der Veranstalter von der Messe Aqua Expo hier in Dortmund. Vor 11 Jahren haben wir hier gestartet mit der ersten Messe. Und in dem Jahr haben wir wahrscheinlich, so wie es aussieht, einen Besucherrekord zu verzeichnen, weil heute war schon der beste Tag seit Bestehen. Wenn es morgen so weitergeht, haben wir einen neuen Rekord an Besucherzahlen. Wir haben ganz, ganz tolle, schöne Messestände, die echt, da gibt es einige, die haben so wettgeeifert, wer den schöneren Messestand am Ende hat. Also ganz tolle Messe dieses Mal, auch viele neue Aussteller. Und wir haben auch Championate hier, also The German International Shrimp Contest. Das ist ein internationales Garnelen-Championat mit 190 Aquarien im Wettbewerb. Dann haben wir The Art of the Planted Aquarium. Aquascaping ist es für Nano, XL und Wabikusa-Kategorien als Live-Wettbewerb. Ganz tolle Sachen. Und ja, für jeden Aquarianer eigentlich ein Muss, hier vorbeizukommen. Auf jeden Fall kann ich nur bestätigen, es war auch meine erste Aqua-Expo, muss ich leider so gestehen, auch in 10 Jahren Aquaristik. Okay. Und ich war echt erstaunt, wie voll es war. Ja. Also es war wirklich, haben wir schon irgendwelche Zahlen, wie viele Leute heute hier waren? Nein, haben wir noch nicht. Nur Zwischenstände und der Zwischenstand war um 14 Uhr und er lässt auf einen Besucherrekordtag. Für mich, also ich kann jetzt auch nur sagen, als ersten Eindruck heute, super tolle Messestände, super schöne Aquascapes. Shrimp Contest sowieso super geil. Mega interessant, gerade für die Garnelenfreaks. Wir tun unser Bestes, um die ganzen Aquarianer zu befriedigen und zufriedenzustellen. Und vor allen Dingen, man hat sich hier sehr, sehr wohl und geborgen gefühlt. Das hört man gern. Ja. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich für. Ja, ich bedanke mich für deinen Besuch und schön, dass du da warst. Alles klar, danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, Leute, Grüße aus der Zentrale. Auch ich bin endlich zu Hause angekommen. Meine Güte, war das eine Fahrt. Das, liebe Freunde, war Teil 1, der hauptsächlich nur um Aquascaping und die schönen Aquarium ging und dass ich euch so ein bisschen die Messe zeige. Der nächste Teil wird genau das, was ihr wollt, und zwar Garnelen-Content pur. Wir haben im Interview Chris Lukop. Ich muss mal überlegen, ich war in 95 Ländern bis jetzt und habe 5 Kontinente besucht, habe ungefähr 500 Krebsarten gefangen, also das ist Weltrekord. Markus Schulz. Dieses Jahr wollte ich gerne mal meine schwarzen Tigergarnelen mit orangen Augen und habe auf Anhieb den ersten Platz geholt und bin da super mega happy mit. Und ich werde euch die besten Tiere des Schwimmcontests zeigen. Und dann denkst du? Und da könnt ihr euch drauf freuen. Also liken, abonnieren und die Glocke klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.